Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich begrüße euch herzlichst zu meinem neuen Let's Play Monkey Island und der Turm von Babel. Wir spielen natürlich mit Gygraph Threepwood, sind hier auf der Insel der Affen angekommen und müssen wieder Elaine retten vor den Klauen des bösen Zombie-Piraten LeChuck. Nein, ein kleiner Spaß muss sein. Ja, Freunde, ich hab's euch im letzten Teil angedroht, jetzt mache ich es wahr. Wir spielen hier auf dieser wunderschönen Affeninsel mit den gleichen Affensounds wie in Monkey Island. Ich meine, es ist klar, es ist LucasArts, ne? Also, ne? Spielen jetzt ein wenig mit Gygraph Threepwood. Hier können wir ihn ein bisschen von vorne sehen. Ich finde, er ist echt gut getroffen. Teilweise sogar vielleicht noch besser als in Monkey Island 4. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt einen Cheat, den man hier ganz einfach eingeben kann im Spiel und dann wechselt man zu dieser wunderschönen Figur. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Indie mit einer Peitsche oder hier mit einer 9mm Waffe zu sehen. Ist wie gesagt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber was will man machen? Naja. Wir spielen jetzt eine Runde Gygraph Threepwood. Natürlich hier immer noch bei Indiana Jones und der Turm von Babel. Und ja, man sagte mir, ich sei hier wohl schon falsch an irgendwas vorbeigegangen. Aber das soll mir jetzt erstmal egal sein, denn ich möchte jetzt hier unten erstmal gucken, was es hier unten gibt. Hier unten, da sehe ich drüben irgendwas liegen und ich hoffe, dass mir jetzt dieser Sprung hier gelingt. Wir müssen nämlich kurz, bevor er dann unten runterfällt, abspringen und nämlich jetzt... Nein, das war es nicht. Also nochmal, ich will diesen Sprung schaffen. Nochmal und... Nein, auch wieder nicht. Doch, yeah! Aber ho. Komm. Ja, sehr gut, Indy. Und es ist... Ein Schatz, oder? Sieh sich einer das an. Okay, die Stimme stimmt leider auch nicht. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn die da jetzt auch noch... Moment, die Dinger auf dem Boden. Die original deutsche Synchronstimme von Gybrush Threepwood genommen hätten. Ja. Auch er nur wieder. Komm. Geh weg. Sei lieb. Och, ich wollte ihn eigentlich nur verscheuchen, aber er hat mir keine andere Wahl gelassen. So, was gibt's hier noch? Es ist total geil, jetzt hier mit Gybrush zu spielen. Jo, jetzt wieder hier. Hier war ich noch nicht. Wo bin ich jetzt? Ich habe total den Überblick verloren. Da unten war mal eben, hier gibt's keine Heilkräuter, nein. Und wie eben schon gesagt, ich finde, er ist hier echt wesentlich besser getroffen als in Monkey Island 4. Das muss man irgendwie ganz klar mal sagen. Okay, ich denke mal, da müssen wir einfach... Oh! Ihr könnt mich doch mal. Ich schwimme doch nicht das Ganze wieder von neu. Hep! Jawohl. So. Wo sind wir jetzt hier? Bin ich da? Also wie gesagt, im Moment habe ich hier total die... Orientierung verloren, weil... Moment, kam ich hier nicht runter? Ja. Ich bin doch jetzt hier wieder am An... Nein, ich bin hier wieder am Anfang. Von hier bin ich gestartet. Moment, aber ich habe nichts... Hallo, Inventar. Ich habe aber nichts gesammelt, richtig? Ja. Nur... Ach, guck mal, den habe ich auch wieder. Roter Tiki-Schlüssel. Aber den kriege ich ja da nicht rein. Richtig, da müssen wir... Genau, und klar... Oder? Probieren wir es mal. Roter Tiki-Schlüssel. Das hat nicht funktioniert. Dachte ich mir. Also es bewahrheitet sich. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Aber die Frage ist, wo? Wo muss ich jetzt zurück? Oder war es vielleicht doch hier richtig? Oder, was ist denn das da unten? Ich glaube, in die Höhle bin ich reingegangen. Kann das sein? Sagt ihr kurz und klein, kann das sein? da drüben. Ne, da drüben. Warte mal, ich will jetzt nochmal da drüben gucken. Komm, Indy. Das schaffst du. Gybrush. Entschuldigung. Mach dir Gewohnheit. Ja, guck mal. Wie? Oh, guck doch mal. Wie in Monkey Island. Ah ja, oder war das hier rein? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Man sagte mir auf jeden Fall irgendwo, wo es ganz bös und ganz gemein war. War es hier? Da musste ich rein. So, dann ist da wieder das Wasser.
Ist jetzt auch schon ein bisschen her, als ich hier das letzte Mal gespielt habe. Was haben wir hier? Spinnen müsste ich eigentlich schon alle entfernt haben. Da nicht? Ach doch, hier war ich. Ja, hier war ich. Hier komme ich dann wieder oben auf... Genau, wir gehen ja jetzt auch nach oben. Es ist ja auch naheliegend. Ach, da unten wieder. Ach, sie ist immer noch da. So, jetzt nicht mehr. Das Ding ist, muss ich da unten irgendwas machen? Das Ding ist, ich komme da unten nicht mehr raus, wenn ich da unten bin. Und ich denke mal, dass da auch wahrscheinlich irgendwas hochschießen wird, was mich dann kaputt macht. Deswegen möchte ich das auch gar nicht ausprobieren. Leck mich! Am Bürzenhintern! Das kann doch nicht sein. Oh, wieso ist mir das damals nicht passiert? Ja komm, dann probieren wir das jetzt auch mal aus. Und Indy fährt direkt wieder zurück in... So. Und jetzt? Irgendwas muss es doch hier mit auf sich haben, dass wir... Ach so, man kann hier ganz normal wieder raus. Nee, doch nicht. Hä? Nee, das war auch Indy. Guybrush? Hep? Doch. Wollte ich doch sagen. So, Achtung, da jetzt nicht drauf treten. Ach man, ich... Warum habe ich denn jetzt hier so Probleme? Mann, oh. Mann, ich will nicht mehr. So, und alle. Hopp. So, und jetzt schön Pixel für Pixel vorbewegen. Bin ja beim ersten Mal so einfach durchgekommen. Ja, da gibt's auch nichts. Ja, dann hier rum. Ist wie so irgendwie so ein Wartebereich vom Phantasialand sieht's hier aus. So, und dann bin ich ja, jetzt bin ich hier wieder. Toll. Ah, jetzt komme ich hier auf der Seite. Oh. Genau, wenn ich jetzt da rüben wieder, genau, und dann komme ich genau wieder da aus, wo, ja. Klasse. Ich schaff das heute noch, Freunde. Ich schaff das noch. So, wahrscheinlich war das jetzt auch wieder ein Fehler, denn... Oder? Warte. War ich hier unten schon? Hui! Noch ein Wasserfall. Ach nein, da komme ich... Nein, da war ich schon. Ja, ach nein, jetzt komme ich da nicht mehr zurück. Ja, weil hier eine... Genau. Da. Ach, das ist doch gemein. Aber nicht mit mir. So, wir schwimmen hier nochmal. Zack. Auch mal auf die andere Seite. Mal gucken, wobei ich von da ja auch kam. Ich hab... Ah, die Animation, wo er seinen Hut aufsetzt, was hier ja nicht so ganz der Wahrheit entspricht. So, da bist du. Ja, und die Affen. Was sagen mir die Affen? Das ist auch eine große Frage, die mir noch bisher niemand beantwortet hat. Moment, komme ich hier... Ah, okay, da ist eine Leiter. Ja, probieren wir es mal, Freunde. Ich hab, wie gesagt, keine Ahnung. Gibt's da hinten irgendwo was? Einmal rumrennen. Nein. Ach, da kommen wir wieder zu... Hä? Ach, das ist die... Ja, okay. Das ist die ganz vorne, die... Wo wir da drüben ja nicht hinkommen. Wahrscheinlich muss ich da hin, wa? Aber die Leiter... die Brücke ist doch da... Warte mal, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Oh Gott, das sehe ich doch jetzt schon wieder, dass das... Ui. Das nenne ich ja wohl mal Präzision. Kann er sich hier runterlassen? Nein, kann er nicht. Komm, Indy.
geh mal hier einen Schritt. Ja, genau. Wollen wir doch mal gucken. Ob ich hier auf die Brücke drauf... Ja, ich kann da drauf. Wieso bin ich denn hier mal nicht weitergegangen? Oh. Das, nee, das, wird ein Satz mit X. Da bricht er sich alle Gräten. Deswegen bin ich wohl auch hier nicht lang gegangen. So, und da hinten jetzt auch nicht weiter. Wollt man das... Kann ich mal ausprobieren? Nee, die hängt da hinten ja auch runter. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt... oder doch? Ich weiß es nicht. Ich probiere es aus. Hey! Nee. Oh! Das tat weh. Ja, also da unten sollen wir wohl nicht hin. Dumm, die dumm, die dumm. Da drüben geht die Steinwand wieder hoch. Ach, da. Komm ich auch nicht weiter. Ach, das war jetzt Käse. Ja, komm. Guy Brush. Stell ich nicht so an. Das heißt, ich kann wieder nur hier. Ja, da bin ich damals ja auch lang gegangen. Oh. Komm, mach. Hallo. Normalerweise macht er hier den Moonwalk. Nein. Er hat's eben gemacht. Na also, Moonwalk. Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt mit Guybrush hier so dumm umherirre. Aber mir fällt es jetzt nicht gerade einfach, hier jetzt den passenden Anschluss zu kriegen, so um den Satz mal zu Ende zu bringen. Nein. Indy? 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 Also manchmal ist er komisch. Manchmal will er die Leiter nehmen, manchmal nicht. Ich habe gerade, glaube ich, schon wieder Indy gesagt. Guybrush, ich muss es in mein Hirn reinkloppen. Heißt der Monkey Island Sound wieder. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Hep. Dann sind wir wieder hier. So, und hier hoch, da waren wir auch schon. Da sind wir nämlich eben hochgegangen. Schauen wir mal jetzt da hinten nach. Da ging ja auch nochmal eine Leiter, aber da war, glaube ich, nur ein Schatz versteckt. Ne? Ja, ja, da oben war nur ein Schatz versteckt. Hier habe ich die Fackel angemacht, genau. Dumm, 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 dumm. Ja. Da liegt das Skelett. Eine Wand oder ähnliches kann ich hier auch nicht kaputt machen, als dass ich hier weiter könnte. Ne. Ja, und hier gehe ich wieder raus. Ach man, das ist doch ärgerlich. Geh mal weg hier, Cheetah. So, was ist hier oben? Ja, also ihr seht mal wieder Zeit eures Lebens verschwendet hier bei meinem Let's Play. So, die Frage ist jetzt, ob ich den Sprung schaffe. Anlauf nehmen. Eine Kurve. Die ist lustig. Nee, ich muss gerade laufen. Also weiter von hier vorne. Von hier ungefähr. Und Sprung! Ja, geschafft! So, dann sind wir jetzt wieder in dieser Höhle hier. Wo der Fluss... Hallo! Drin mündet. Genau. Was sagt eigentlich unsere Karte? Andere Leute, die haben immer das Glück, die haben hier ein X drauf, wo sie dann sehen, wo sie hin sie müssen. Aber ich habe das leider nicht. Ah, hier runter geht's wieder dann zum Wasser. Mann! Ach, man sieht sie nicht! Verdammte Scheiße! Mann! Ey! Das ist doch zum Mäusemelken. Jedes Mal erschrecke ich mich. Oh, das war knapp.
Wo geht's da unten hin? Ah, da geht's wieder. Ja, genau, da geht's wieder rein. Warte mal, da wollte ich mal gucken. Geronimo! Oh, oh, oh! Oh. Toll. Super. Klasse. Also. Ach, manchmal könnte ich ihn vergolden. So. Was haben wir denn da? War ich da schon mal? Ach, da kam ich nicht. Nein! Kann ich mich da, wenn ich mich vielleicht irgendwie abseile oder so? Da unten war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Kann das sein? Aber wie? Aber wo, aber wann? Vielleicht, wenn ich mich da so runterhangeln lasse? Und dann vielleicht... Moment. Halle. Hopp. So, und dann Rückwärtsgang. Hier neben. Und jetzt Daumen drücken. Nein. Ach, scheiße. Es ist zu hoch. Mann. Aber wie soll man da sonst reinkommen? Das ist ja jetzt merkwürdig. Von da, nee, ist der Sprung zu weit. Das schaffe ich nicht. Und da unten, das schaffe ich auch nicht. Tja, Freunde, Fragen über Fragen. Versuchen wir es mal hier. So, den imaginären Hut aufsetzen, ja. Wie komme ich da rein? Hier ist keine Leiter, kein nichts. Da vermute ich mal, dass ich da rein muss. Denn von da bin ich ja gekommen. Anders geht's nämlich hier nicht mehr raus. Guybrush kann ja 10 Minuten den Atem anhalten. Normalerweise müsste jetzt hier die Anzeige wesentlich langsamer... Ja, schade. Eigentlich... Naja. Weil Guybrush kann ja 10 Minuten den Atem anhalten. Müsste normalerweise die Atemanzeige wesentlich länger laufen. Aber dem ist leider nicht so. Da, hier komme ich auch nirgendwo raus. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Ich glaube, hier werde ich Schluss machen müssen, Freunde. Weil... Ich habe keine Ahnung. Einer von euch hat mir, wenn es nicht wieder der Markus war, einen Tipp gegeben. Oder was heißt Tipp? Hat mir auf jeden Fall gesagt, dass ich an einer Stelle dran vorbeigegangen bin. Ja, und die gilt es jetzt zu finden. Und ich finde sie nicht. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Ah, das ist schon ziemlich hoch. Na klar, dass sie sich dann die Knochen gebrochen hat. Aber, naja. So, dann sind wir wieder oben. Von hier aus, nee, da komme ich auch nicht hin. Wie komme ich da rein? Vielleicht ist es irgendwo im Inneren irgendeine eine Wand, die brüchig ist, die ich dann kaputt machen kann. Das sieht so aus, als wenn ich von da aus irgendwie da runterkomme. Nee, Freunde, es hat keinen Sinn mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Teil ist. Wenn er zu kurz ist, seid mir nicht böse. Dann wird es in dem Teil hier noch weitergehen. Wenn die Zeit erreicht ist, dann ist es halt so und dann sehen wir uns dann auch leider erst im nächsten Teil wieder. Heute leider nicht so viele Erfolge, aber dafür einmal mit Guybrush Threepwood wurde hier die Gegend unsicher gemacht. Ja, ich hoffe, das entschädigt ein bisschen. Bis dahin also, NRW bei 18. Adieu.